Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, wir sind wieder mit Skyfall unterwegs, immer noch als Rentier, verkleidet sozusagen. Und heute machen wir weiter bei Tan, denn ich muss noch warten einen Tag, bis ich bei Mario und seinem Starshop weitermachen kann. Und Tan wartet ja auch schon etwas länger darauf, dass wir ihr verschwundenes Geld wiederfinden. Oder gestohlenes Geld. Schauen wir mal. Glaubst du, jemand könnte das Geld gestohlen haben? Wer würde sowas machen? Ich muss überprüfen, ob irgendjemand was Verdächtiges bemerkt hat. Lucy, du hast mir zwar schon viel geholfen, aber es wäre super, wenn du mir auch noch helfen könntest, den Dieb zu fassen. Vielleicht könntest du Barney beim Silo fragen, ob ihm etwas aufgefallen ist. Barney hat gute Ohren und viele Kontakte. Nicht unbedingt, was man von ihm erwarten würde, aber so ist es. Genau, ich spreche von dem Barney, der sich am Silo östlich von Steves Farm befindet. Ja, dann würde ich mal sagen, auf geht's zu Barney. Mal schauen, ob er was gehört hat von seinen Kontakten oder er muss erstmal nachfragen, sich umhören und wir dürfen warten. Das wäre natürlich dann auch nochmal bitter. Aber na gut. Was Quests angeht, wird es bei mir momentan auch eng. Kann mal meinen Questlog öffnen. Ich muss unbedingt Rufquests machen, glaube ich. Denn sonst komme ich bald nicht weiter. Oder eine von den Quests ist so ausschlaggebend, dass die weitere freischalten würde. So, und ich laufe natürlich schon mal standardmäßig zu Steve. Ich weiß es nicht. Auf der Sunfield Farm wäre noch was zu tun. Hühnerwünsche und eine schöne Reitweste. Die Reitweste ist hier in Silverglade zu bekommen, hoffe ich mal. Dass wir dann auch was bekommen. Und ja, die Hühnerwünsche sind irgendwie bei Firgrove. So, Barney. Hallo, was sagst du da? Sehr unangenehm. Ich habe keine Diebe gesehen. Okay. Nein, wir haben hier keine Diebe. Aber sprich mal mit Will. Er hat eine gute Aussicht von seiner Windmühle auf dem Berg. Okay. Jetzt werden wir hier durch Jorvik geschickt von einem zum anderen, um hoffentlich Tanzgeld zu finden. Obwohl ich davon mal ausgehe, dass es nicht viel Sinn haben wird. Naja, ne, Geld kann man ja auch sehr schlecht zuordnen. Sieht ja eigentlich alles gleich aus. Und auf diese Nummern, die da drauf sind, da achtet doch kein Mensch drauf. Und bei Münzen weiß ich noch nicht mal, wie das ist. Ob ich etwas Seltsames gesehen habe? Ein Dieb? Nein, keine Diebe in Sicht. Nur eine wunderschöne Landschaft. Das stimmt, die Landschaft ist wirklich sehr schick. Ich kann sehr viel von hier oben sehen, aber leider nicht bis nach Waledale. Mein Vorschlag wäre es, nach Waledale zu reiten, um die Leute dort zu fragen, ob sie etwas Verdächtiges bemerkt haben. Du weißt, dass die Druiden sehr mehr sehen und hören als alle anderen. Sprich mit der Druidin Elizabeth. Gut, der Weg geht hier vorne runter. Auf zu Elizabeth. Ja, wir werden jetzt erstmal schön hier hochgeschickt. Und vielleicht dann als nächstes noch nach Firgrove und dann, weiß ich nicht, Fort Pinter. Obwohl, naja. Aber Tan war ja auch gar nicht hier oben, oder? Wir waren doch nur bis Silverglade. Ich meine, bei Konrad waren wir. Das ist schon so lange her. Wo haben wir denn noch gesucht? Oben bei der verlassenen Farm, meine ich, haben wir auch was gesucht. Tja. Vielleicht hat sie doch noch irgendwas vergessen und sie war hier oben unterwegs. Oder, na gut, Diebe. Wenn ein Dieb das natürlich mitgenommen hat. Aber wieso ausgerechnet nach Waledale hoch? Na, mal schauen, was daraus wird. Ob wir dann irgendwann mal berichten können, wo ihr Geld ist, oder ob wir dann sagen dürfen, wir haben es leider nicht gefunden. Huch, ja, an der Mauer hängen geblieben.
Was ein bisschen komisch ist, auf dem Strohball liegt kein Schnee. Das haben sie wohl runtergefegt. Und auch auf diesen Hängern und all diese ganzen Dächer kein Schnee. Das ist schade. Das wäre noch cool gewesen, wenn auch hier ein bisschen Schnee drauf liegen würde. Aber okay. Man möchte sich ja nicht beschweren, ne? Nicht darüber. Und hier steht der schwarze Mustang. Der ist auch so schön. Star Melody. Schicker Name. Hallo, meine Freundin. Schön, dich zu sehen. Ich warte auch auf Neuigkeiten von Alex, aber ich habe noch nichts gehört. Was? Ein Dieb? Nein, mir ist nichts aufgefallen. Arme Tan. Wir Druiden haben eine Menge Fähigkeiten, aber wir können auch nicht alles, so wie viele Leute zu glauben scheinen. Ich kann dir leider auch nicht mit Tans Problem helfen. Welday scheint, wie immer, aber frag doch mal Sonja. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie kennt Hollowoods besser als jeder andere. Du wirst sie in der Nachbarschaft finden. Sie reitet viel durch Hollowoods, oft in der Nähe der Hauptstraße. Suche südwestlich des verlassenen Sommerhauses. Ja, Sonja haben wir ja schon kennengelernt. Haben wir jetzt auch schon öfter gesehen. Und ja, zuletzt in den Weihnachtsquests. Da hat sie uns ja zu der Bärenhöhle gebracht. So, jetzt müssen wir nur noch schauen. Ja, wird natürlich nicht angezeigt, wo genau sie sich jetzt befindet. Aber ich weiß auf jeden Fall, sie läuft da hinten wahrscheinlich so einen bestimmten Weg immer ab. Auf jeden Fall in einem bestimmten Gebiet rum. Und wir werden sie dann sicherlich recht schnell finden. So, diesmal hier hängen geblieben. Oh je. Also andersrum ist die Strecke ja noch ungewohnt, sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen unbedingt schwieriger, aber ungewohnt. Und da tötet ein Easy. Oh, 3 Level noch. Ich brauche noch 3 Level. Und ich hoffe, dass ich dann schon nach Epona komme, damit ich überhaupt kaufen kann. Ich weiß es nicht. Es wird ja gesagt, mit Level 16 kam man nach Epona. Und die sind auch so knuffig. Ah, Sonja. Da vorne ist sie. Mussten wir ja gar nicht lange suchen. Jetzt muss ich nur mal anhalten. Lucy, schön dich zu sehen. Geld, sagst du? Ich habe nichts Ungewöhnliches bemerkt. Aber ich habe dort drüben ein paar Münzen auf dem Boden gefunden. Okay. Wo ich die Münzen gefunden habe? Unter dem Vogelnest dort. Ein Steinwurf entfernt, Richtung Norden. In der Nähe des Runensteins. Okay, Richtung Norden. Da müssen wir bestimmt hier so hoch. Waren wir da nicht auch schon mal? Ach, ja. Den kennen wir doch. Oder sie. Der niedliche Vogel. Huch. Es dreht sich das Skyfall einmal schön rum. So, zwitscher, 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 zwitscher. Okay. Zwitscher, zwitscher, zwitscher. Okay, also das hilft mir immer noch nicht wirklich weiter. Was müssen wir jetzt machen? Da steht bestimmt in der Beschreibung auch wieder, du entscheidest dich dafür mit so... Ach so. Okay. Gut, wir werden wieder mit Sonja sprechen. Gut, dass es doch noch da stand, weil dieses Zwitschern kann ich immer noch nicht deuten. Machst du Witze? Du sagst, dass der Vogel sein Nest mit Tanzgeld ausgelegt hat? Stimmt das? Ihm muss der Glanz der Münzen gefallen. Du musst zu Tan reiten, um ihr zu berichten. Hier, nimm diese Münzen. Sie müssen ihr gehören. Wir sehen uns, Lucy. Bestell ihr schöne Grüße. Okay, auf zu Tan. Also, ja. Abholservice. Das wäre mir ja doch ein bisschen zu weit. Ein bisschen Zeit sparen. Das wird dann ja sonst auch ein bisschen langweilig, denke ich mal, wenn man die ganze Zeit nur durch die Gegend reitet, dann ich denke mal, ihr kennt alle Jorvik schon viel besser als ich. Vogeldieb. Aha.
Das kann ich ja nicht glauben. Ich dachte, irgendein Bösewicht hätte das getan. Aber wir können dem Vogel die Münze nicht wegnehmen. Das wäre gemein. Der Vogel kann ja nicht wissen, was er da gemacht hat. Das stimmt allerdings. Ich habe eine Idee. Wir können das Geld gegen etwas anderes Glänzendes austauschen. Vielleicht hat Frau Holzwurf etwas, das wir benutzen können. Okay, und auch noch auf zu Frau Holzwurf. Dann müssten wir ja eigentlich Will und Barney Bescheid sagen, dass es ja gar keinen Dieb gibt. Also schon, aber anders als wir es angenommen haben. Sagen wir es mal so. Ach ja, hier diese Pollen oder was das ist. Das sieht immer schön. Das sieht wenigstens so ein bisschen nach Schnee aus jetzt. Vor allem auch mit diesen weißen Bäumen. Das ist einfach immer sehr schön hier bei Frau Holzwurf. Haha, was für eine Geschichte. Natürlich werde ich dir helfen. Lass mich nachsehen. Nimm diese Glasperlenkette. Ich glaube, sie wird von dem Vogel nicht. Sie wird dem Vogel noch viel besser gefallen. Viel Glück mit dem Tausch, Lucy. Es gibt 70 Schillinge. Oh ja. Sehr schön. Ja, was ist schneller, wenn wir jetzt hochreiten oder runter von Vailedale? Wir reiten jetzt einfach hoch. Sparen wir uns einmal die 25 Schillinge. Ich weiß gar nicht, es hat sich bestimmt schon. Ja, hat sich ein bisschen normalisiert alles, aber trotzdem. Wir müssen ja so oder so ein ganzes Stück laufen. Bin ich mal gespannt, ob der Vogel die Kette akzeptiert. Oder ob er sagt, ja gut, die Kette nehme ich auch noch dazu, aber die Münzen behalte ich auch mal komplett. Also die, die er noch hat. Naja, aber es ist ja wirklich nicht böse gemeint von dem Vogel. Die nehmen sich halt einfach, was sie finden und was ihnen gefällt. Die interessiert das nicht, ob das irgendwem anders gehört oder ob der irgendwer anders was damit vorhatte oder ne. Wer zuerst kommt, mal zuerst sozusagen. Wer es zuerst schnappt, kriegt auch das Gewünschte. So. So, das war auch ein bisschen doof. Muss ja eh hier hinten hoch. Ja, ich sollte auch Skyfall mal wieder verpflegen, würde ich mal sagen. Der läuft ja jetzt schon eine ganze Zeit hier hin und her. Hat ganz schön Durst. Und Hunger hat er auch schon wieder. Und natürlich muss auch mal gebürstet werden. Das wäre auch nochmal. Das könnten wir ja eigentlich gleich noch machen, hoffe ich. Uns mal ansehen, wie das aussieht, wenn wir das Rentier füttern und Hufe auskratzen und so. Ja. Ehrlich gesagt habe ich das noch gar nicht gemacht, denn ich habe immer die Stallhilfe aktiv. Denn es ist einfach für mich nicht machbar, jeden Tag 500 Schillinge für Heu auszugeben. Die dann jeden Tag irgendwie wieder zu erarbeiten. Und dann noch die Zeit für die Pflege und ja, aufnehmen möchte ich auch. So, jetzt habe ich natürlich mich verfranst. Wo ist der Vogel? Der war doch hier hinten irgendwo, ne? Jetzt bin ich wahrscheinlich schon wieder. Hier ist der Runenstein, da bin ich schon dran vorbeigelaufen. Aha. Hier ist Birdie. Na, drehst du dich mal nicht immer rum? Zwitscher, 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 zwitscher. Okay. Ja, das spare ich mir jetzt einmal. Oh, was kriegen wir? Tanzalte gute Reitschuhe werden wir bekommen. Tausche die Kette gegen das Geld und reite zu Tann. Ach so. Haben wir gerade also ausgetauscht. Ja, dann, Birdie, scheinst du ja zufrieden zu sein und auf zu Tann. Und da können wir dann ja auch die Pferde, was heißt die Pferde? Das Rentier verpflegen und uns das mal anschauen. Lucy, du bist eine Heldin. Ich hätte nie gedacht, dass Vögel ihre Nester dekorieren. Ich werde dir das nie vergessen. Danke. Ja, vielleicht hat Birdie einfach angefangen, frühzeitig für Weihnachten zu dekorieren. So, tanzalte gute Reitschuhe.
Springen plus 4, Pflege plus 4 und 55 Schillinge, wenn wir sie verkaufen. Optisch, ja, jetzt nicht so der Riesenunterschied zu meinen eigentlichen Stiefeln, aber die Werte natürlich sind auf jeden Fall nicht hässlich, sagen wir es mal so. Kann man mal tragen. Gut, stellen wir uns mal hier in den noch schön geschmückten Stall. Steigen mal ab und schauen uns das Ganze mal an. Dann gibt es erstmal, ja, striegeln wir mal. Geht das überhaupt? Ich hoffe mal. Ja, sollte gehen, wenn man richtig trifft. Hufe auskratzen. Dann habe ich nichts anderes. Ach doch, hier. Mandarine. Komm, davon haben wir so viele. Da kommen auch die schönen Herzchen. Aber das ist natürlich so, die Trense hängt schon ziemlich weit unten. Und was zu trinken gibt es noch? Ja gut, der Eimer ist schon instant leer gewesen, als wir ihn hingehalten haben. Ja, gar nicht so schlecht. Ist doch schick gemacht. Ich finde es mal eine sehr nette Abwechslung, dass man auch mit einem Rentier unterwegs sein kann. Und na gut, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann. Tschüss.